Hallo und herzlich willkommen hier bei Rock On. Ausnahmsweise mal nicht aus meinem geliebten Studio. Nein, ich habe mal die Koffer gepackt und bin nach New York geflogen. Und zwar am 11. September 2002. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch mal einfach mit, zeige euch mal die Stadt an diesem ganz besonderen Datum. Wir haben uns natürlich auch musikalisch ziemlich auf New York eingerichtet. Und seit dem 11. September vergangenen Jahres gibt es hier in New York ein Sprichwort, einen Ausspruch, der immer wieder, selbst heute noch, zu hören ist. Let's roll. Wir packen's. Alright, Partner. Keep on rolling, baby. Keep rolling, 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 rolling. Keep rolling, 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 rolling. Keep rolling, 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 rolling. Keep rolling, 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 rolling. Tja, in dem Video, da hat man die beiden Twin Tower noch gesehen. Und wenn man um die Zeit natürlich in New York ist, dann bleibt einem die Nummer hier überhaupt nicht erspart. Vor allen Dingen, wenn man wie ich die Twin Towers auch mal gesehen hat. Hier ist eine ganz bedrückende Stimmung. Das ist ganz seltsam. Und wenn man sich diese Bilder mal anguckt von Ground Zero, hier herrscht irgendwie eine ziemliche Ruhe, auch wenn hinter uns gerade an die Heroes des letzten Jahres erinnert wird. Und wo wir schon mal beim Thema sind. Straße Central Park West. Hier liegt das Dakota Building, jenes Haus, in dem John Lennon gelebt hat und vor dessen Toren er am 8. Dezember 1980 erschossen wurde. Und genau gegenüber hier im Central Park, da hat Yoko Ono ein kleines Eckchen eingerichtet und das trägt den Namen Strawberry Fields. Hier gibt es einen Gedenkstein mit den Worten Imagine drauf und jeden Tag kommen hier immer wieder Leute dran vorbei, die ein klein wenig ihren inneren Frieden suchen, ein klein wenig Ruhe suchen und es ist auch wirklich ein sehr idyllisches Plätzchen hier. Also eigentlich der richtige Ort fürs Come Together. Shit happens, wie der Amerikaner so schön sagt. Da wollte ich euch jetzt mitnehmen, euch den Sonnenuntergang über Manhattan zeigen und das mit dem Ausblick vom Empire State Building. Aber ganz dumm gelaufen, richtig dumm gelaufen, weil hier sind Sicherheitschecks ohne Ende. Und ausgerechnet mein Kamerastativ durfte ich jetzt nicht mitnehmen. Deswegen ist es etwas schwierig, von da oben zu filmen und euch nette Geschichten zu erzählen. Aber die Kamera, die durfte ich mitnehmen. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, warum ich das Kamerastativ nicht mitnehmen durfte, weil die haben sich das angeguckt und haben halt auch erkannt, dass es ein Stativ ist. Und weil ich euch die Geschichte jetzt erzählen musste, konnte ich euch eigentlich gar nicht die Geschichte erzählen, die ich euch über Lenny Kravitz erzählen wollte. Aber die war auch, glaube ich, gar nicht so wichtig. New York finden heute Abend in den Parks sogenannte Candlelight Vigils statt. Das sind Gedenkfeiern und New York hat einige Parks davon. Natürlich im Battery Park unten am Financial District, ganz in der Nähe von Ground Zero. Dort sind die Staatsgäste, dort ist der Präsident und ich bin hier im Central Park. Und hier treten heute Abend so Leute auf wie Billy Joel, Meryl Streep, Wynton Marsalis. Und hier wird halt mit Kerzenlicht den Opfern vom 11. September 2001 gedacht. All stations are being set up throughout the island of Manhattan. Since the World Trade Center bombing, hundreds of thousands of people have jammed the streets in the largest evacuation in the history. Der Times Square, mitten im Herzen von Manhattan. Hier war es gestern verkehrstechnisch gesehen ein klein wenig ruhiger, was natürlich auch nachvollziehbar ist. Und selbst mein Taxifahrer, den hat es gewundert, dass er vom JFK hier so glatt durchgekommen ist. Heute hat sich die Lage insoweit normalisiert,
als das hier das übliche Verkehrschaos herrscht. Wobei Chaos hier eigentlich das vollkommen falsche Wort ist. Denn dass hier weitaus mehr passieren könnte, das liegt wahrscheinlich an meinem westeuropäischen Verkehrsempfinden. Aber die New Yorker, sowohl die Autofahrer als auch die Fußgänger oder Fahrradfahrer, sind da eindeutig cooler. Crosstown Traffic. Wenn es was gibt, was ich unbedingt besuchen muss in New York City, dann ist das der Tower Records Shop am Broadway, Ecke 66. Denn hier bekommt man alles, was man bei uns zu Hause meistens nicht bekommt. Und ich habe meinen Großeinkauf eigentlich schon hinter mir und bin ein paar Dollar losgeworden. Was da ganz besonders Spaß dran macht, ist, dass sie einfach sensationell sortiert sind und auch alles da haben. Wir machen weiter mit einer Ode an diese Stadt. New York, New York, allerdings nicht von Old Blue Eyes. Freunde, es ist heute irrsinnig heiß hier in New York und ich versuche eigentlich schon die ganze Zeit, euch irgendwas von Kunst zu erzählen, damit ich irgendwie von Kunst auf Comics komme. Und warum das alles? Nur damit ich euch musikalisch was beweisen kann. Nämlich, dass Kunst, Clips, Musik irgendwie zusammengehört. Und dass wir den Amerikanern eigentlich dankbar sein müssen dafür, dass das mittlerweile möglich ist. Aber mein Gott, wie gesagt, es ist tierisch heiß hier in New York. Die Sonne brennt mir auf den Schädel und irgendwie kriege ich die Nummer gar nicht auf die Reihe. Es gibt natürlich, wenn man in New York ist, so eine Art Pflichtprogramm. So ein paar Sachen muss man gesehen haben. Und bislang habe ich es noch nie geschafft, die Freiheitsstatue zu sehen. Und auch heute nicht, denn aus besagten Gründen ist die Freiheitsstatue, zumindest der Zugang dazu, gesperrt. Und deswegen schenke ich mir die Nummer jetzt natürlich. Und deswegen kann ich euch auch leider nicht mit da oben drauf nehmen. Aber zum Trost habe ich den Siegerclip für euch von letzter Woche, Ash Envy. Tja, Freunde, was soll ich sagen? New York geht mal irgendwann zu Ende und ich stehe jetzt hier quasi vor meiner letzten Station, die bei einem New York-Besuch einfach sein muss, natürlich klar, dem Hard Rock Café. Und wie unschwer zu erkennen ist, bin ich im Merchandising-Shop schon ein paar Mark losgeworden. Also, ihr wisst, wo ihr eure Clips voten könnt, ihr wisst, wohin ihr mir mailen könnt, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann packt mir an die Füße, weil ich hatte hier auf jeden Fall Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal im Studio wieder. Bis dann, ciao, tschüss und rocked on. Hallo und herzlich willkommen hier bei Rock On. Ausnahmsweise mal nicht aus meinem Teufel. Und das ist eine sehr andächtige Atmosphäre hier und ich will jetzt auch ja, das ist jetzt natürlich ein Ding. Ich wollte euch zum Sonnenaufgang. Ha, geil, geil. Nehmen wir den Sonnenuntergang, dann wird's richtig lustig. Ich wollte euch jetzt aufs Empire State Building mitnehmen. Schön hoch, euch den Sonnenuntergang zeigen. Das ist eines der fantastischsten Bilder. Nobody's perfectly, so only.